Der Sportpark und ich, Irene, begrüßen euch wieder. Und ich lade euch ein zu einer Pilatesstunde oder 40 Minuten Pilates mit mir. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Komm auf deiner Matte an oder an deinem Platz und dreh dich mal so parallel zur Kamera. Schließ deine Augen und spür jetzt deine Füße auf dem Boden ankommen. Schieb jetzt deine Körpermitte nach vorne und nur so weit wie deine Fersen bleiben. Komm wieder zurück und schieb dich nach hinten aus deiner Körpermitte heraus. Mach das noch einmal, nur einfach um dich in deiner Mitte spüren zu können. Deine Aufrichtung. Okay, wenn du das hast, leg deine Hände oben auf deine Schultern auf und mach 2, 3 Arm-Circles oder Ellenbogen-Circles, um deine Schultergelenke aufzuwecken. Noch einmal nach vorne die Richtung wechseln und dann löst du wieder deine Arme. Atmest tief ein, lässt dabei dein Brustbein nach oben schweben, gehst in eine sanfte Rückbeuge mit dem nächsten Ausatmen. Komm wieder zurück. Schenk dir einatmen, ganz viel Länge, Scheitelpunkt Richtung Decke. Mit dem Ausatmen führ den Scheitelpunkt nach unten Richtung Boden. Geh einen Rolldown nach unten. Und geh mal nur so weit, wie deine Hände jetzt bei deinen Knien sind. Leg jetzt deine Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel auf. Wir machen als ersten Pelvic Clock. Wir rollen das Steißbein Richtung Schambein, öffnen unseren unteren Rücken, fangen ganz klein an. Spür, wie sich deine Sitzbeinknochen bewegen. Und wenn du magst, lass diese Bewegung dann immer größer werden. Mittlerer Rücken, oberer Rücken, roll ihn auf, komm wieder zurück in die Neutrale. Okay. Jetzt lass mal deine ganze Wirbelsäule sich bewegen, werde wieder lang, geh in eine Gegenbewegung hinein. Scheitel und Steißbein Richtung Decke und wieder nach unten zum Boden. Mach das noch 2-mal. Komm. Und genieße die Bewegung deiner Wirbelsäule. Atme tief ein und roll dich aus, atme wieder nach oben auf. Streck deine Knie aus. Ich drehe mich jetzt einmal kurz zur Kamera. Du legst deine verklinkten Hände an deine rechte Beckenhälfte und führst jetzt deine Arme über den Kopf auf die linke Seite. So, und jetzt über rechts und über links. Wir wecken wieder unsere Schultergelenke auf. Du darfst nahe am Kopf entlang gehen. Mach das noch einmal jede Seite. Okay, und dann hältst du wieder an, öffnest wieder deine Kniekehlen, deine Arme und drehst dich wieder rüber. Wir nehmen jetzt einatmend unsere Arme nach oben Richtung Decke. Nimm sie ausatmend wieder nach vorne. Einatmend hoch, ausatmend nach vorne. Wir gehen jetzt in die Bewegung hinein. Beug dann deine Knie, komm und schwing. Spür wieder in deine Arme, in dein Schultergelenk hinein und stell dir vor, deine Mittelfinger wollen einen weiten Weg malen. Noch einmal und dann hältst du wieder an, machst einen weiten Armcircle. Mit dem Einatmen nimmst du wieder dein Brustbein, lässt es hochschweben Richtung Kinn, gehst wieder eine sanfte Rückbeuge, komm mit dem Ausatmen zurück. Einatmen wieder Länge zwischen Kreuzbein und Scheitelpunkt und roll dich mit dem nächsten Ausatmen wieder, Wirbel für Wirbel nach unten ab. Nimm deinen Scheitelpunkt und führ den Richtung Boden. Beuge jetzt da deine Knie und stell deine Hände, entweder die Fingerspitzen auf oder die Handinnenflächen, je nachdem, wie du gedehnt bist in der Rückseite. So, jetzt strecken wir einmal unser Bein, was zur Kamera zeigt. Öffne die Kniekehle, beuge wieder und wechsle. Lass jetzt diese Bewegung im Fluss entstehen und tu ganz entspannt einmal vorderes Knie wieder strecken und beugen und hinteres. Dein Scheitelpunkt, der steht immer noch, geht immer noch nach unten Richtung Boden und mach noch einmal vorderes Knie und hinteres Knie.
Atme tief ein und roll dich mit dem nächsten Ausatmen wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nimm nochmal deine Hände auf deine Schulter, drauf deine Fingerspitzen, mach nochmal einen Ellenbogen-Circle und versuch jetzt mal aus deinem Schultergelenk heraus dir diesen Kreis vorzustellen, den du malst. Du wechselst wieder die Richtung. Okay, sehr gut. Spür die Beweglichkeit, spür das Öffnen und halte wieder an, löse wieder deine Arme. Nimm einatmend jetzt die Arme hoch, gib wieder eine sanfte Rückbeuge, mach ausatmend Arm-Circle und roll dich gleich wieder nach unten ab, Wirbel für Wirbel. Wieder deinen Scheitelpunkt Richtung Boden führen, wieder beide Knie beugen. Jetzt stellst du mal deine hintere Hand, entweder die Fingerspitzen oder die Handinnenfläche, zwischen deinen Füßen da oder vor deinen Füßen in der Mitte auf. Nimm mit dem Einatmen den vorderen Arm, der zur Kamera zeigt. Komm, schau zu mir, zur Kamera, öffne und komm mit dem Ausatmen wieder zurück, wechsle die Seite. Wir gehen nach hinten, von der Kamera weg und öffnen und wieder vor. Lass jetzt deinen Rücken ganz lang werden, wenn du in die Rotation hineingehst. Wir spannen wieder die Wirbelsäule auf, werden rund und spannen sie wieder auf. Spür jetzt wieder die Bewegung in deiner Wirbelsäule drin und spür die Rotation. Mach noch einmal jetzt nach hinten. Okay, so. Jetzt nehmen wir das Bein nochmal mit. Wenn du dich nach vorne öffnest, streckst du dein vorderes Bein. Und jetzt spür mal, schieb die Hand in den Boden oder die Fingerspitzen. Spür hier so eine richtig schöne Öffnung. Und wir wechseln die Seite. Wir gehen nach hinten. Du streckst jetzt dein hinteres Bein, schiebst die vordere Hand in den Boden hinein. Das vordere Knie bleibt gebeugt. Und noch einmal mit gestreckten Bein. Vordere Seite öffnet, vordere Knie öffnet. Oh, nochmal wechseln nach hinten. Sehr gut, super. Okay. So, jetzt rollst du dich mit dem nächsten Ausatmen wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Gehst nach vorne an deine Matte hin. Nimmst wieder die Arme nach oben. Gehst sanft in eine sanfte Rückbeuge hinein. Und mit dem Ausatmen wieder ein Arm-Circle und gleich wieder nach unten abrollen. Du beugst da unten wieder deine Knie, stellst deine Hände jetzt auf, gehst weiter in die Hocke. Deine Fersen lösen sich vom Boden. Jetzt bist du einmal ganz rund wieder da unten. Du schiebst Scheitel und Steißbein Richtung Boden und jetzt schieb deine Hände in den Boden hinein. Lass wieder deine Wirbelsäule ganz lang werden und geh eine sanfte, sanfte Gegenbewegung hinein. Ausatmend wieder rund werden, den Cat Stretch hier unten in der Hocke. Wenn dir das zu viel wird in der Hocke, bitte geh kurz raus und steig aber dann wieder sofort ein. Okay, werde wieder rund. Wir machen wieder genau das Gleiche. Wir gehen in der Rotation wieder hinein, nach vorne, Richtung Kamera. Dein Rücken wird wieder rund, du schiebst die andere Hand in den Boden hinein. Jetzt leg deine beiden Hände unter deine Knie und werde ganz rund. Versuch die Balance zu finden. Stell die vordere Hand auf. Geh nach hinten in die Rotation. Die Wirbelsäule spannt sich wieder auf. Jetzt gehst du wieder in den Cat Stretch. Katzenbuckel wieder machen. Genau. Noch einmal nach vorne. Öffne wieder. Mittelfinger geht nach oben. Werde wieder rund. Steißbein rollt ein. Versuch die Balance zu finden und öffne noch einmal nach hinten. Sehr gut, super. So, werd noch einmal rund. Jetzt nimmst du deine Hände hier vorne zusammen und du löst deinen Brustkorb von deinen Oberschenkeln und du richtest dich auf. Drück deine Hände hier vorne zusammen. Uiuiui. Okay, finde deine Mitte. Sehr gut, super. Stell jetzt deine Hände auf. Komm in den Sitz, öffne die Beine nach vorne, Hände in die Kniekehlen, wieder Pelvic Clock oder Half-Hold-Down, ausatmend, Steißbein zum Schambein bringen, komm wieder einatmend hoch. Noch zweimal in der Position, mit aufgestellten Beinen, spür wieder in deinen Rücken hinein,
Spür, wie die Wirbelsäule lang bleibt, auch wenn du dich unten einrollst, auch wenn du diesen Cat Stretch jetzt wieder machst. So, jetzt nehmen wir die Arme nach vorne, strecken mal unsere Beine aus. Atmen tief ein, nochmal Cat Stretch. Und wieder hoch. Oder Half Roll Down. Unterer Rücken öffnen, in der Länge deiner Wirbelsäule bleiben. So, jetzt nimmst du den Kameraarm, der Arm, der zu mir zeigt, den ziehst du nach oben. Jetzt gehen wir da wieder in den Half Roll Down hinein. Okay, komm wieder hoch und jetzt gehen wir da eine kleine Rotation Richtung Kamera. Gehen wieder zurück, Half Roll Down. Komm wieder hoch, gehen in eine kleine Rotation. Es ist deine Brustwirbelsäule, die du in erster Linie bewegst. Ja, schau zu mir. Sehr schön. Noch einmal. Okay, super. Nimm den vorderen Arm nach unten. Nochmal, Half Roll Down und komm wieder hoch. Jetzt nimmst du den hinteren Arm nach oben. Und du gehst da oben wieder eine kleine Rotation von mir weg. Nimmst den Arm nach unten und komm wieder. Ja, und wieder. Ganz kleine. Und wieder. Okay, nach oben. Und Rotation. Und wieder zurück. Noch einmal. Und Rotation. Und wieder zurück. Nimm beide Beine zusammen, atme tief ein und roll dich mit dem nächsten Ausatmen Wirbel für Wirbel nach unten ab. Hol beide Knie über die Hüfte. Lass jetzt gleich deinen Kopf vom Boden weg. Leg die Hände auf deine Schienbeine auf. Jetzt nimmst du deinen Lendenwirbelsäulenbereich, führst ihn wieder Richtung Boden und vom Boden weg. Komm. Drei Stück. Bis ihr dann wieder beim vierten Mal auf eurem Kreuzbein ankommt. Okay. Hände an den Kopf gerne nehmen am Anfang. Und du streckst jetzt deine geschlossenen Beine von der Körpermitte weg. Einatmen, holst sie wieder zurück, ausatmen, streck weg. Double Leg Stretch, im Moment noch ohne Arme. Okay, Kreuzbein halten, wie er kommt. Noch zweimal. Ja. Sehr schön. Und dann hältst du an, legst deine Hände auf deine Schienbeine auf und rockst dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Zweimal rolling like a ball oder dreimal. Komm hinter deine Sitzbeinknochen. Wir machen es dreimal. Lass die Hände ganz schwer werden. Dein Blick geht zu deinen Knien. Einatmen, roll dich nach unten ab. Komm aus dem Hoch. Bleib gerne im Balance-Sitz. Wenn das nicht geht, stell gern die Zehenspitzen auf. Streck wieder die Beine aus. Nimm die Arme auf Schulterhöhe, streck sie aus. Atme tief ein, geh ausatmen, nimm den Spine-Stretch nach vorne. Hol dich wieder ein, ab und hoch. Und geh ausatmen, wieder in den Spine-Stretch, schieb ihn und führst ihn nach hinten. Du schiebst jetzt beide von deiner Körpermitte weg. Rotierst, schaust Richtung Kamera und kommst wieder zurück. Wir wechseln die Seite. Den hinteren Arm beugen, wegstrecken, rotierst von der Kamera weg und kommst wieder zurück. Nochmal nach vorne. Okay. Und jetzt nimmst du den vorderen Arm und schiebst ihn mal nach hinten. Hier auseinander in den Armen, beide Mittelfinger. Komm wieder zurück, atme ein und hol dich ausatmen nach oben. Mit dem nächsten Ausatmen nach vorne, Spine Stretch, Fersen vorschieben. Hinteren Arm beugen, beide Arme auseinander schieben. Okay, wieder zurückkommen und hoch. Nochmal, Spine Stretch. Arm nach hinten führen, auseinander ziehen. Das ist so eine halbe Säge. Wieder zurück
Und aufrollen. Benutz dabei deine Rückenmuskulatur. Noch einmal nach vorne. Hinteren Arm beugen. Streck ihn aus. Schieb beide Arme wieder auseinander und komm wieder zurück. Richte dich wieder auf und roll dich mit dem nächsten Ausatmen wieder. Wirbel für Wirbel nach unten ab. Hol beide Knie über die Hüfte. Lass jetzt mal nochmal deinen Kopf unten und zieh die Knie heran. Nochmal Rücken, unteren Rücken Richtung Boden, wieder deine neutrale Position finden. Dann hebst du wieder Kopf, Nacken und Schultern. So, jetzt nimmst du deine Arme nach oben Richtung Decke. Ausatmen, streck nur die Beine aus. Einatmen, hol sie wieder zurück. Ausatmen, streck aus. Noch dreimal, Gott. Ja. Okay, wenn ihr jetzt ein rundes Päckchen seid, legt die Hände auf und jetzt dreht ihr euch Richtung Kamera und ihr streckt euch aus. Hm? Wir haben unseren Kopf auf unserem Arm aufliegen, die Beine lang, eher vor Richtung, dass du sie sehen kannst, deine Zehenspitzen. Lass jetzt dein oberes Bein ganz lang werden und hochschweben. Halte es da oben auf Hüftgelenkshöhe. Mit dem nächsten Ausatmen kommt dein unteres Bein hoch. Einatmen zurück. Mach's insgesamt 6 Mal. Ich habe die Nummer 2. Sehr schön. Spür die Länge. Spür die Stabilität in deiner Seite. Spür dich aufliegen auf dem Boden. Okay, noch 2 Stück, hm? Hab ich. Sehr gut. Mach dich wieder zum Päckchen. Roll dich in die Mitte wieder. Nimm jetzt die Hände an deine Unterschenkelaußenseiten. Einatmend schenkt dir ganz, ganz viel Präsenz vor. Ausatmen, öffne. Mach jetzt einen Armsurdle, den Double Leg Stretch. Hm? Okay. Wäscheleine aufhängen. Zwischen Armen, zwischen den Fingern, runden Zehen. Noch einmal. Yay. Werde wieder zum Päckchen. Als Päckchen drehst du dich jetzt von der Kamera weg. Wir drehen uns den Rücken zu. Okay, leg dich wieder ab. Spüre, wie deine Beine lang sind. Lass dein oberes Bein wieder vom Boden abheben und auf Hüftgelenkshöhe schweben. 6 Mal das untere, noch 3, noch 2. Noch ein. Mach dich wieder zum kleinen Päckchen. Roll dich wieder zurück in die Mitte. Nimm wieder beide Hände an deine Unterschenkelaußenseiten. Double Leg Stretch, 3 Mal. Ausatmen, öffne, einatmen zurück. Und öffne, mach dich lang. Schau, dass du Stabilität im Rücken hast. Mach dich wieder zum kleinen Päckchen. Dreh dich wieder zu mir, Richtung Kamera. Streck beide Beine aus. Okay. Jetzt heben wir beide geschlossenen Beine vom Boden ab. Okay. Einatmen zurück, ausatmen hoch. Schließ mit dem Ausatmen deine Rippenbögen und halte dich hier in der Taille da unten ganz stabil. Es ist viel, viel Präsenz. Wenn du magst, kannst du gern hier höher gehen, wenn das für deinen unteren Rücken in Ordnung ist. Noch einmal. Okay, mach dich wieder klein zum Päckchen und roll dich wieder zurück. Ich muss erst da immer das Mikro mitnehmen, ha? Wieder Double Leg Stretch. Jetzt tun wir einatmen, öffnen, kommt. Ausatmen, zurück. Und zurück. Noch einmal. Und zurück. Dreh dich wieder von der Kamera weg. Wir drehen uns wieder den Rücken zu. Legen beide Beine übereinander und lassen die wieder hochschweben, geschlossen. Es ist wieder deine untere Taille, die hier die Stabilität hat. Das Becken bleibt übereinander und wenn du magst, kannst du gern wieder hier deinen Kopf vom Arm abheben. Noch 2 Stück machen wir. Okay, super. Wir nehmen wieder ein kleines Päckchen, drehen uns wieder zurück in die Mitte. Stellen einmal unsere Füße auf, holen dann das rechte Knie über die Hüfte, das linke.
Nehmen unser rechtes Bein heran, halten mal die Unterseite oder Oberschenkel oder Unterschenkel, Rückseite und strecken das hintere Bein aus. Jetzt schiebst du das hintere Bein so richtig schön in den Boden hinein, dass hier die Leiste sich öffnen, die hintere. Dein vorderes Bein ziehst du heran unter dein rechtes, wie es für dich passt. Und du spürst mal diese sanfte Öffnung. Beuge jetzt wieder beide Knie, hol sie über die Hüfte und wir wechseln die Seite. Nimm jetzt dein vorderes Bein, lass es auf dem Boden aufliegen und streck dein hinteres Bein aus. Spür wieder das sanfte Öffnen. Atme dabei tief ein und aus. Jetzt beugst du wieder beide Knie und streckst beide Beine nach oben aus. Jetzt nimmst du die Beine, öffnest sie und machst ganz kleine Scherenbewegungen. Schau zu deinen Zehenspitzen nach oben. Du kannst deine Arme neben deinem Körper liegen lassen im Moment. So, dann halten wir mal an, heben ausatmen, Kopf, Nacken und Schultern nach oben ab und nehmen das vordere Bein zu uns heran, das linke öffnen wir, die Scherenbewegung. Ja. Jetzt schaust du mal, wie weit kannst du gehen, wie weit kommt dein Brustbein nach oben dem Knie entgegen. Achte darauf, dass dein unterer Rücken richtig schön liegen bleibt. Und du ganz, ganz stabil in deinem Rücken bist und wirklich nur die Beine öffnest. Ja. So, jetzt werden wir wieder kleiner. Wir nehmen einmal die Arme nach oben und koordinieren so. Machen ganz, ganz kleine Bewegungen. Okay. Beuge beide Knie und leg die Hände auf deine Schienbeine und rock dich nach oben auf. Mal kurz hier. Sehr schön. So, rolling like a ball. Zwei Stück. Du gehst wieder hinter die Sitzbeinknochen. Roll dich mit dem Einatmen nach unten. Komm aus am Hoch. Okay, beim nächsten Mal, wenn du oben bist, bleib da gerne im Balancesitz. Nimm jetzt wieder deinen hinteren Arm, streck ihn aus, den vorderen nach oben. Geh eine Mini-Rotation zu mir Richtung Kamera. Komm wieder zurück, mach das noch zweimal. Ja, und dann wechseln wir wieder. Zieh deinen Bauchnabel nach innen. Nimm den vorderen Arm nach unten, hinteren hoch. Drei Stück. Bauchnabel ist drin, unterer Rücken geschützt. Es ist nur oben deine Brustwirbelsäule. Sehr gut. Jetzt stellst du deine Füße auf. Sie sind geschlossen, die Knie öffnest du. Legst mal deine Unterarme hier oder deine Ellenbogen an die Beininnenseiten hin. Atmest tief ein, gehst ausatmen nach vorne, aus dem Becken heraus. Lass einen ganz langen Rücken sein. Und tu jetzt mal Kraft wieder aufbauen zwischen deinen Beininnenseiten und deinen Armen. Die Arme schieben nach außen, die Beininnenseiten nach innen. Nimm eine sanfte Öffnung wahr, die da jetzt entsteht. In der Hüfte, in der Beininnenseite. Okay. So, jetzt lasst ihr das geöffnet. Jetzt nehmt ihr euren Zeigefinger und Mittelfinger an euren vorderen großen Zeh und an den hinteren großen Zeh, die hintere Hand. Ihr haltet jetzt eure großen Zehen, schiebt sie in die Finger hinein. Jetzt überkreuzt ihr. Vorderes Bein ist oben drüber. Und mit dem nächsten einem nach unten abrollen, aus am Hoch. Und wieder abrollen. Und hoch. Jetzt wechseln wir. Und abrollen. Und hoch. Und abrollen. Und hoch. Nochmal wechseln. Und abrollen. Und hoch. Und wechseln gleich. Ne? Abrollen und hoch. Okay, super. Streckt eure Beine wieder aus. Rutscht ein bisschen weiter nach hinten. Arme wieder auf Schulterhöhe. Atme tief ein, geh ausatmen, nach vorne den Spine-Stretch. Wir haben vorhin schon den vorderen Arm gebeugt, Ellenbogen gebeugt, nach hinten geführt. Jetzt gehen wir in die Säge.
Der hintere kleine Finger geht zum vorderen kleinen Zeh. Wir sind in der Säge drin. Schau jetzt gern da nach hinten zu deiner hinteren Hand. Ja. Und komm nach oben. Komm in die Mitte. Nimm die Arme wieder zusammen. Geh in den Spine-Stretch. Den hinteren Ellenbogen beugen, hinteren Arm nach hinten führen. Vordere kleine Finger in die Diagonale wieder hinein. Schau jetzt gern wieder da zu deiner hinteren Hand. Und spür dieses Auseinanderschieben. Richte dich einatmend wieder auf, komm ausatmend in die Mitte. Und wieder Spine-Stretch. Vordere Arm wieder. Und wieder feste öffnen. Wieder einen kleinen Finger zum kleinen Zeh, wenn das geht, oder auch weiter oben. Je nachdem, wie beweglich du heute bist. Richte dich wieder auf. Nimm den Arm wieder nach vorne. Spine-Stretch. Nochmal die andere Seite, dass wir gleichmäßig sind. Schieb dich auch da wieder auseinander. Bau dann Gegendruck wieder auf. Das hilft dir, in die Rotation hineinzukommen. Richte dich wieder auf und komm nach vorne. Jetzt öffnen wir unsere Beine zum V. Gehen in eine Mermaid. Einmal Richtung Kamera. Du stellst die Hand auf und du gehst Richtung Kamera. Die hintere Beckenhälfte bleibt. Komm zurück. Und wechsle die Seite. Yes, sehr schön. Okay, noch einmal. Ja. Jetzt lässt du deine Arme auf Schulterhöhe schweben, atmest tief ein, gehst ausatmen, wieder in Rotation zu mir. Hallo. Komm einatmen zurück und dreh dich wieder von mir weg. Komm wieder zurück, noch einmal. Richtung. Und noch einmal von der Kamera weg. So, jetzt machen wir die Säge in ihrer vollen Version. Wir gehen in den Spine-Twist Richtung Kamera. Gehen in den Spine-Stretch übers vordere Bein. Schieben den Arm nach hinten. Und jetzt sind wir in der Säge drin. Bau wieder einen Gegendruck auf hier. Kleiner Finger, kleiner Zeh oder Waden Außenseite. Richte dich einatmend auf, komm ausatmend in die Mitte. Von mir weg. Wieder in den Spine-Stretch und wieder auseinanderschieben. Spür wieder, bau wieder Gegendruck auf, richte dich einatmend auf, komm wieder zurück. Noch einmal, hallo. Und wieder in die Säge hineingehen. Schieb dich raus, den Bauchnabel nach innen ziehen. Hol dich einatmend wieder hoch, komm wieder zurück. Und nochmal von mir weg. Beide Beckenhälften bleiben wieder an ihrem Platz. Okay, und nochmal zurück. Beide Beine beugen und nochmal nach unten ab. Wir machen uns nochmal zum kleinen Päckchen, drehen uns Richtung Kamera, strecken beide Beine aus und lassen uns gern wieder den Kopf vom Boden abheben, sodass dieser Arm da ein bisschen arbeiten darf. Die Beine öffnen, Hüftgelenk schmal öffnen und wir fangen da wieder an mit den Scissors. Kleine Bewegung, was wir vorhin in der Rückenlage gemacht haben. Und jetzt lässt du diese Bewegung ein bisschen größer entstehen. Wenn dir das zu wenig ist, du darfst immer gern den Arm lösen vom Boden oder auch nicht. Noch einmal und dann kommst du zurück. Du kommst in den Sitz hinein. Du stellst deine Beine, legst du nochmal hier zur Seite hin, öffnest deine Arme. Wir schieben uns rüber in die Mermaid, stellen den Arm auf, komm zurück. Okay. Gehen in eine Gegenbewegung hinein. Okay. Stellen unsere Hände auf und wechseln die Seite. Wir legen uns hier nochmal ab, um die Scissors zu machen. Du darfst wieder gern hier ein bisschen Kraft aufbauen. Beide Beine gehen wieder hoch auf Hüftgelenkshöhe. Du öffnest sie, machst kleine Scherenbewegungen. Fängst ganz, ganz klein an, im Kreis innen drin, in deiner Bewegungsmöglichkeit und dann veränderst du deine Bewegungsmöglichkeit und du machst die Bewegung etwas größer. Die Mitte, die bleibt dabei ganz stabil. Jeder macht das so, wie es für ihn passt. Noch einmal und dann nimmst du wieder beide Beine, legst sie ab.
holst dich hoch. Wir gehen wieder hier. Beine sind gebeugt. Die Arme wieder öffnen. Schieb dich rüber. Stell die Arme, den Arm auf. Geh in die Mörmel drüber. Hier. Und mach eine Ausgleichsbewegung nach oben. Dann drehen wir uns in den Vierfüßlerstand hinein. So, du nimmst die Beine etwas weiter zurück, hebst deine Unterschenkel vom Boden ab, schiebst nochmal die Hände in den Boden hinein. Ganz, ganz stabil Schultergürtel. Jetzt beugst du mini deine Ellenbogen. Okay, ein kleiner Push-up. Hm? Wir fangen wieder ganz innen in unserer Bewegungsmöglichkeit an. Ganz, ganz kleine Bewegungen machen. Noch dreimal. Und dann verändern wir ein bisschen. Dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer. Und gehen hoch. Einatmen nach unten. Ausatmen hoch. Schieb deine Mittelfinger dabei in den Boden hinein. Halte dort einen Kontakt. Noch einmal. Und dann hältst du an. Streckst deine Beine aus. Gehst in die Bauchlage hinein. Legst deine Hände ein bisschen weiter nach vorne. Dein Blick geht erst nach unten Richtung Boden, Beine, Hüftgelenk schmal, dein Schambein ist auf dem Boden. Ohren weg, Schultern weg von den Ohren. Mit dem nächsten Ausatmen schieb deinen Scheitelpunkt nach vorne. Nimm jetzt einen Druck von den Unterarmen weg, sodass du wirklich mit deinem Rücken, mit deiner Bauchmuskulatur die Bewegung ausführst. Okay, geh wieder mit dem nächsten Ausatmen zurück. Einatmen, schieb den Scheitelpunkt nach vorne, als wolltest du ihn über deinen Mattenrand drüber schieben. Und dann geht er erst Richtung Decke. Und dann kommst du wieder zurück. Noch einmal. Und wenn du dann für dich die Position gefunden hast, wo du dich gut halten kannst, löse rechten Arm, linken Arm, nach außen. Wir sind wieder mal ein Flieger, Segelflieger. Hm? Einmal Richtung Kamera. Becken bleibt. Komm wieder zurück und von der Kamera weg. Jetzt beugst du deine Ellenbogen, schiebst die Arme nach vorne, machst einen Armcircle über die Seite, führst die Arme nach hinten, Handinnenflächen schauen Richtung Decke. Einatmen, mit dem Ausatmen schieb deine Fingerspitzen weit nach hinten Richtung Ferse. Komm einatmen zurück und wieder ausatmen. Halte dein Steißbein bei deinem Schambein, sodass dein unterer Rücken wieder richtig schön geschützt ist und du ganz viel, viel Länge da spürst. Keine Kompression. Du sollst nichts Ungünstiges in deinem unteren Rücken spüren und lass deine Schulterblätter in deine Hosentaschen hineinsinken. Noch zwei Stücke schaffen wir. So, jetzt nimmst du wieder die Arme nach außen. Wir machen hier nochmal Arm-Circles. Armkreise nach hinten. Drei Stück nach hinten. Okay. Und dann wechseln wir die Kreisrichtung. Stell dir wieder dein Schultergelenk vor. Aus diesem Schultergelenk heraus rotierst du. Stell deine Hände auf, atme tief ein. Schieb jetzt Ellenbogen Richtung Becken, roll dich nach oben auf. Es ist das Swan Dive. Roll dein Steißbein ein, geh in die Child Position. Atme jetzt tief in deinen unteren Rücken ein. Mit dem Ausatmen zieh deinen Bauchnabel von deinen Oberschenkeln mit. Einatmen, ganz viel weiter in deinen unteren Rücken. Ausatmen, nochmal einen Bauchnabel von deinen Oberschenkeln wegschieben. Komm mit dem nächsten Ausatmen mit dem Cat Stretch zurück. Stell deine Zehenspitzen auf. Nimm die Knie etwas weiter zurück, die Hände etwas weiter vor, sodass wir wie im Trapez wieder sind. Schieb dich einatmen nach hinten mit geradem Rücken Richtung Ferse. Komm ausatmen vor, wir sind in der Brettposition. Leg wieder die Knie ab. Schieb dich mit geradem Rücken zurück, halt den Bauchnabel drin und vor. Noch einmal. Und vor. So, wir bleiben hier. Du kannst entweder halten oder gehst mit mir Legpull Front. Ausatmen, das vordere Bein. Zehenspitzen lösen sich. Tschu, hoch. Einatmen, stell wieder ab. Ausatmen, hoch. Oh, noch einmal. Wir wechseln die Seite, komm. Jo. Ganz viel Länge in deiner Beinrückseite, in deiner Beinvorderseite. Beide Knie nach unten,
Einmal wieder rund zurückkommen, Zehenspitzen umlegen. Einmal nochmal Child Position. Wieder ganz tief in deinen unteren Rücken einatmen. Mit dem Ausatmen Bauchnabel von deinen Oberschenkeln wegführen. Jetzt holst du deine Hände näher heran. Kommst wieder zurück in Vierfüßler, stellst die Zehenspitzen auf. Schieb dich mit dem nächsten Ausatmen hoch ins umgedrehte V. Ganz, ganz viel Länge wieder vorstellen. Deine beiden Sitzbeinknochen Richtung Decke. Atme tief ein, ausatmen. Löse jetzt wieder dein vorderes Bein. Nimm die Zehenspitzen nach hinten. Löse es vom Boden, so weit es geht für dich. Und stell dein Bein wieder ab. Wechsle die Seite. Wie vorhin beim Leg Pull Front. Genau die gleiche Bewegung, nur sind wir jetzt im umgedrehten V. Noch einmal vorderes Bein. Ausatmen, hoch und wieder zurück. Jetzt läufst du mit deinen durchgestreckten Beinen Richtung Hände. Du hebst deinen Fuß vom Boden ab, Becken geht nach oben und du setzt es ab. Nimmst dein hinteres Bein. Ja. Du gehst so weit zu den Händen, wie das für dich passt. Dann kannst du gerne auch mit deinen Händen zu deinen Füßen laufen, wie es für dich in Ordnung ist. Dann lass nochmal deinen Scheitel nach unten streben Richtung Boden. Beuge beide Knie, stell die hintere Hand wieder auf. Wir spannen Rücken wieder auf, geh nochmal in die Rotation hinein. Ja. Okay, komm wieder zurück. Und nochmal. Und komm wieder zurück. Yes. Spür ganz viel Länge. Spür die Rotation, spür die Beweglichkeit in deiner Rückenmuskulatur, in der Wirbelsäule. Letztes Mal nach hinten. Okay. Wir laufen wieder nach vorne. Gehen wieder in ein umgedrehtes V hinein. So, nehmen nochmal unser vorderes Bein. Lass uns wieder vom Boden abheben. Beugen jetzt unser Knie und schieben uns dabei mit gebeugtem Knie nach vorne in die Brettposition. Atmen tief ein, schieben uns wieder hoch, strecken das Bein aus. Beugen wieder, gehen wieder nach vorne und wieder hoch. Wir kombinieren einfach wieder zwei Übungen. Noch einmal, wenn du das Bein vorne hast, über deinen Handgelenken bist, Stabilität, ein kleiner Push-Up und wieder hoch. Nochmal ausstrecken. Und Bein wieder nach unten sinken lassen. Hinteres Bein. Beuge es. Schieb dich vor in die Push-Up-Position. Und wieder hoch ins umgedrehte V. Vor. Und hoch. Vor. Und hoch. Noch einmal. Hm? Wenn du dann dein Bein wieder vorne hast, nochmal ein kleiner Push-Up. Bein wieder ausstrecken. Zurückkommen. Lauf jetzt wieder mit deinen Füßen zu deinen Händen. Versuch so weit, wie es geht. Ist für unsere Hüftbeweglichkeit. Ja. Und dann rollst du dich ausatmen, Wirbel für Wirbel, nach oben auf. Okay. Ich drehe mich zu euch, zur Kamera. Ihr stellt eure Beine auf zum V. Wir nehmen die Arme wieder auf Schulterhöhe. Wir gehen nochmal in den Spine Twist. Nimm die Hände nach vorne an den Flächen. Geh mit dem Einatmen zu deiner linken Seite. Komm ausatmen zurück in die Mitte. Und geh mit dem Einatmen zu deiner rechten Seite. Komm zurück. Nochmal. Die Arme da. Hm? Und jetzt gehen wir mit geradem Rücken nach vorne und geh nochmal in die Säge. Dein linker Arm geht zum rechten kleinen Fuß, dein rechter Arm nach oben. Du schiebst hier wieder dagegen, das ist ganz egal, wo deine Hand ist, ob sie da unten am Fußknöchel ist oder weiter oben. Schieb dich auseinander. Okay, spür die Länge und komm in der Mitte an. Beuge einmal da unten deine Knie, lass übers zweite Zehenglied laufen, lass deinen Scheitel nach unten sinken
und dann rollst du dich wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wir nehmen wieder die Arme auf Schulterhöhe. Mit dem Einatmen zu deiner rechten Seite. Geh ausatmen zurück und nach links. Noch einmal ein Spine Twist. Und dann gehen wir auf die andere Seite mit der Säge. Nochmal Spine Twist. Nach unten, in die Säge, andere Seite. Schieb wieder den kleinen Finger Richtung Knöchel, Außenseite und geh wieder in diese Spannung hinein. In deine aufgespannte Wirbelsäule. Zieh den Bauchnabel nach innen und stell dir viel, viel Weite vor. Lass auch deinen Nacken ganz lang sein. Bau da Kraft auf. Löse auf, komm in die Mitte. Lass die Hände nach unten sinken, beuge wieder deine Knie. Geht so weit. So, jetzt nehmen wir die Hände wieder vor unserer Brust, vor unserem Brustbein zusammen. Wir richten uns auf. Und wir schieben uns nach oben. Nehmen die Arme wieder über die Seite. So, jetzt beugen wir unsere Knie, heben unsere Fersen vom Boden ab. Gehen, lassen die da oben gehen in der Mermaid nach deinem Links. Schieb jetzt deinen linken Arm zur rechten Seite hin. Versuch zu halten. Ja. Komm wieder zurück und wir wechseln die Seite. Okay, noch einmal. Fersen sind vom Boden weg. Ja, wir schauen, dass wir es halten können. Okay, streck dich aus. Jetzt nochmal, Mermaid. Jetzt schiebst du. Du sollst dieses Knie beugen und schiebst dich richtig schön rüber. Schieb hier die Beckenhälfte raus. Mermaid, andere Seite. Beuge jetzt dieses Knie. Schieb hier die Hüfte heraus. Okay, komm wieder zurück. Noch einmal. Mermaid, dieses Knie beugen. Schieb dich hier das Becken hier rüber. Und spür hier in die geöffnete Seite hinein. Nochmal Seite wechseln. Mermaid, dieses Knie beugen. Hier die Hüfte rüberschieben. Ja. Okay, super. Sehr schön. Lass die Arme nach unten sinken. Nimm die Beine parallel. Nimm einatmen die Arme hoch. Wir schwingen wieder.